Passend zu dem kalten Wetter zeige ich euch heute, wie ihr die trendigen Sweaternägel machen könnt. Ich habe meine Nägel in verschiedenen Farben angemalt und mit mattem Topcoat versiegelt. Jetzt habe ich mir die gleiche Farbe nochmal genommen und mal mir so Streifen auf die Nägel. Und jetzt verbinde ich die Streifen über Kreuz. Hier könnt ihr gerne auch ein bisschen mehr Gel benutzen, damit das später wirklich ein richtiger 3D-Effekt ist. Dann habe ich jeweils an den Seiten noch eine gerade Linie gezogen. Wenn eine gerade Linie zu schwierig ist, könnt ihr auch Punkte malen. Zum Ende habe ich an den Seiten noch so Streifen gemalt. Und bevor wir das jetzt aushärten lassen, streue ich da Dip-Puder oder Acrylpuder drauf. Ich habe jetzt hier Dip-Powder drauf getan, das hatte auch so ein bisschen Glitzer drin. Und erst dann lasse ich es aushärten. Dann habe ich mit einem Pinsel die Reste entfernt. Dieser Moment ist richtig satisfying. Und da sind wir auch schon fertig mit dem Sweater-Design. Ich finde, das Design passt perfekt zum Winter oder Herbst. Denkt ihr, ihr würdet das auch ausprobieren?